Ah, Glühwürmchen. Natürlich. Ist ja auch nicht so verkehrt. Wir werden die eh nochmal brauchen. Ich staune halt immer über die Leute, die wirklich die Geduld haben, stundenlang irgendwas zu farmen. Ich meine, ich habe meine Anfälle, wo ich dann wirklich so stundenlang sowas machen kann. Aber es gibt doch echt Tage, da ist mein Gehirn wie so ein Eichhörnchen und rennt nach jeder Nuss, die es finden kann. Furchtbar. Weil tatsächlich, als ich mal war, also in Walheim hatte ich dann teilweise auch schon so meine Überlegungen, ob ich nicht einfach wirklich einfach sämtliche Wälder abholze. Einfach weil ich es kann. Einfach so. Auf Langeweile. Aber eine Sache haben wir hier noch nicht gefunden, ne, in dem neuen Game. Wasser gibt es, glaube ich, immer noch nicht. Oder hat irgendwer von euch schon Wasser gefunden? Also Wasser, das man auch verwenden kann. Wir hören die Eichhörnchen, das kanntest du noch nicht auch. Ich sag dir, jeder mit ADHS hat wahrscheinlich das gleiche Problem. Ob ich ADHS habe, weiß ich nicht. Ich müsste mich darauf mal testen lassen. Deswegen behaupte ich ganz vorsichtig, es könnte sein, dass ich es habe, aber wissen tue ich es nicht. Aber es gibt auch viele Sachen, die man haben kann, die sich mit anderen Sachen überschneiden. Und dementsprechend eine eigene Diagnose stellen ist grundsätzlich eh falsch. Außer es ist sehr eindeutig, aber es gibt eben auch jetzt immer noch nur im Trinkschlauch oder in den Flaschen. Okay. Naja, okay, Wetter ist ja auch noch nicht, ne? Es gibt ja im Moment auch noch nicht mal Regen. Also ich schätze mal, das kommt dann noch. Da hast du später im Jahr kommen. Na gut. Dann war ich da unaufmerksam, was das angeht. Ich dachte, das komplette Ding von der Roadmap. Ich habe gedacht, kommt dann alles in dem einen großen Update jetzt. Aber gut, dann habe ich mich geirrt. Mein Fehler. Oh. Also in einer Hinsicht lohnt es sich gerade so richtig Holz abzuhacken. Wir nehmen gerade so wahnsinnig viel Harz mit nach Hause. Da haben wir ja auch immer ein Defizit. Mach's wie ich und geh in die Wüste und farme 4 Stunden 114 Stacks Sandstein. Guten Morgen. Guten Morgen, Tronxi. Oh Gott, ey. Ich wünschte, ich könnte das, wirklich. Aber vergiss es. Keine Geduld dafür. So gar nicht. Soll ich das da hinten an? War das die, wo wir schon waren? Da leuchtet so dermaßen was raus aus dem Loch. Seht ihr? Und da haben wir es wieder. Eichhörnchen, da ist die Nuss. Das heißt auf die Bäume, da ist die Nuss. Da muss ich hin. Oh. Ja, ich habe gerade wirklich Bock, da hinzugehen. Wenn du mal ein Großprojekt hast, wirst du das auch müssen. Und genau deswegen nehme ich mir keine Großprojekte vor. Ich habe die Geduld nicht dafür. Egal, ob ich es muss oder nicht, ich will es nicht müssen. Mal dahin? Ja, doch, ne? Müsste eigentlich. Und besser von dahin kommt? Im Dunkeln wahrscheinlich eher weniger. Na komm. Ein schwieriges Leuchtet aus dem Loch. Woran denkst du jetzt? Hä? An Spielzeuge mit LED-Lichtern? Stell ich mir auch lustig vor. Der sieht auch tatsächlich fast ein bisschen aus wie Salbei. Ich finde das toll. Okay, nee, Moment, weißt du was? Wir machen das nicht im Dunkeln. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen Holz, ne? Hier ist die Wieshof, da müssen wir hin. Dieser Moment, wo man schon nicht mehr weiß, wo man eigentlich wohnt. Wo war ich nochmal? Ja komm, Großmutter, wir bringen dich nach Hause. Damals schon meiner Zeit, 1982.
war ich nicht mal geboren, aber egal. Da ist mein Haus. Ey, wir müssen wirklich mehr beleuchten hinten. Ja, hier so voll die Festbeleuchtung und da hinten so... Wir müssen hier draußen ein bisschen mehr beleuchten. Wenigstens die Wege. Das ist da. So, haben wir ein bisschen Steine. Und neue Kräuter. Das finde ich so cool, dass wir neue Kräuter haben. Pflanzenfaser nochmal hier, glaube ich, nicht. Die müssen wir hier reintun. Da. So, dann haben wir noch die Pflanzenfaser und das Harz und ein paar Glühwürmchen. Kein Problem, die kriegen wir auch noch weg. Und hier ist so schön hell beleuchtet, ne? Und da draußen so blöd. So. Und die Glühwürmchen müssten... Also, nee. Die waren mal hier. Und sind es auch immer noch. Gut. Wir lassen mal den Hammer hier. Okay. Wir lassen mal den Hammer hier. Und gehen ohne schlafen, weil es ist dunkel. Hi. So. Schnau. Wenn Frauen das Wort Spielzeug in den Mund nehmen, klingt das immer falsch. Weißt du, als Frau das Spielzeug in den Mund zu nehmen, ist aber auch Quatsch. Da bringt das nichts. Wie gesagt, gestern habe ich 8 Holz gefarmt, 5k Palmholz, 10k Stein, 5k Feuerstein, 9 Kristalle und so Zeug. Eieieiei. Na, hast aber wirklich eine gute, kannst dich aber dann wirklich saugut konzentrieren. Muss ich ja sagen. Neid. Weil das könnte ich nie. Tausende Sachen farmen. Oh, Schnellreise. Oha, jetzt haben wir ein Thema. Und es klingt immer noch falsch. Ja, eben! Es hat halt auch nichts im Mund zu suchen. Wo wollte ich hin? Da drüben ist es. Da drüben ist diese riesengroße Höhle mit diesem leuchtenden Ding da. Ich will da hin. Habe ich eigentlich schon diesen komischen... Nee, mit dem Aufwind, das habe ich nicht. So, da drüben müsste es aber gehen. Bin echt gespannt, ob man da hinkommt. Was denn? Oh, okay. Da kennt sich jemand aus? Also, weißt du, wer sich mit Mitte 30 nicht im auskennt mit sowas, der... Der lebt dann wirklich unter einem Stein. Nee, war ja die Maschine im Kopf. Daher war das Beste, was ich machen konnte. Ah. Ja gut, ja, das geht. Das stimmt dann schon mal. Da wirst du dich wundern, gibt es einige? Ja gut. Das sind dann die ohne Internet wahrscheinlich. Schnucki. Ding da unten kommt mir bekannt vor. Warte mal, ich bin da. Genau, friedlicher Acker. Das ist nicht die Hallen der Erloschenen, oder? Aber von der Höhe her könnte es passen. Wenn ich da hingucke. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich wirklich die Hallen der Erloschenen, da waren wir schon. Okay, never mind. Hier bin ich falsch. Da waren wir schon. Ah ja. Aber der friedliche Acker, sehr schön. Gefällt mir. So. Was wollte ich? Ich wollte bauen. Mich schon wieder ablenken lassen. Ist es denn? Hallo, Pestdoktor. Ich will mal Dr. Pest sagen. Ah. Ah. So, den Schreiner, den wollte ich nämlich hier sozusagen über Eck vom Schmied haben, aber jetzt ist da der Weg.
Apropos, was passiert, wenn ich den abbau? Nicht denn Steine? Oh ja, tatsächlich. Naja, gut. Hätte ich halt gerne hier Silbereck gehabt oder machen wir zuerst die Bäuerin? Jetzt ist die Frage, ne? Oh, warte mal. Müssen wir eh dann noch ein bisschen terraformen. Ja, ich weiß, es gibt die Hacke, aber ehrlich gesagt, ich finde die Hacke ein bisschen unpraktisch. Weiß auch nicht warum. Na, mal gucken. So. Oder kümmern wir uns hier zuerst um den Zaun? Nee, den wollte ich nicht abbauen. Ich wollte hier das Ding bauen. Diese komischen, großen Dinger hier. Ich wünschte, wir könnten so einen Zaun bauen. In vernünftig natürlich. Den hier bauen wir nicht. Komm weg. Jägerin hat noch Zeit. Bäuerin oder Schreiner? Die klatschen uns ja eigentlich an sich gerade allem so ziemlich hier die Bude zu. Halt die Frage, wen schmeißen wir zuerst raus? Das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich weiß, aber ihr wisst schon. Ihr wisst ja, dass ich es nicht so meine. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das nicht so meine. Okay, warte. Was meinte ich noch? Wir brauchen noch Fachwerkblöcke. Oh. Oh. Wie? Das, mein Lehm ist leer. Mein Lehm ist leer. Mein Lehm ist leer. Tatsächlich. Mein Lehm ist leer. No! Was wollte ich noch? Wollte die? Und die. Die? Von denen wollte ich noch ein paar. Alles klar. Das mit dem Umschalten. Oh, das ist so cool, dass man jetzt da so viele herstellen kann. Veredelter Holzblock. Umschalt 10 kann ich nicht, weil es nicht genug. Ich habe schon. Ach, die Holzbretter. Die Holzbretter sind alle. Wieso kann ich nicht mehr machen? Weil schon wieder alles. Na gut. Was macht man mit so vielen Ästen? In meiner neuen Base kommen die ganzen NPCs in meinen Keller, weil ich was bauen, was ich bauen werde. Oh mein Gott. So einer bist du. Baut eine Riesenstadt. Ja, aber die NPCs kommen in den Keller. Wolltest du dem Neuzugang nicht auch eine Gruft bauen? War da nicht was? Ich glaube, mich dazu erinnern, dass da was war. Der Vielfachwerk ist da dann auch nicht, ne? Dann müssten wir der Bäuerin ja eigentlich aus dem Material was bauen. Wir brauchen mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug. Zeug. So. Hier haben wir dann sozusagen so einen kleinen Durchgang. Vielleicht eine kleine Gasse, die dann eben nach hinten führt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir müssen das hier nur ein bisschen abflachen. Nur so ein bisschen. Ich habe den Hammer vergessen. Ich hol jetzt mal einen frischen Kaffee. Mach da. Bin jetzt nicht der Kaffee-Fan, aber
Ich kann das etwa nachvollziehen, wie gut ein frischer Kaffee ist, weil ein frischer Tee ist auch ganz toll. Ja, in der Stadt bekommen sie ihr da, ihr, aber da habe ich eben mein Zuhause bekommen, den Keller, da stellen sie dann nicht. Ach so, okay. Später also. Das finde ich schön. Okay, warte. So, schön auf Mauerhöhe. Wäre cool, wenn man das noch mehr sehen könnte, was man hier tut. Okay, warte. So, und dann geht hier praktisch eine kleine Schräge runter. Dann machen wir den noch. Das ist ein bisschen zu. So. Ja, dann müssten wir eigentlich in die Richtung noch ein bisschen arbeiten. Das sieht komisch aus. Warte. Wir müssen hier. Einmal planieren, bitte. Einmal alles planieren, einmal alles planieren. Schwanken, ich habe hier eigentlich planiert. Ah ne, ich habe hier einmal zu tief gebohrt. So richtig? Nicht ganz. Wenigstens. Mädel, was machst du mit dem Hang? So? Was jetzt gerade? Ich jetzt gerade, ja. Und lass mal gucken. Fundament wird interessant hier. So, insgesamt wird Fundament hier sehr interessant, glaube ich. Nee, das war jetzt zu tief. So, okay, es muss also. Da muss er hin. Und dann immer schön so, dass es auch oben rausguckt. Es ist echt manchmal so ein. Auch nicht. Müssen zwei rausgucken. Okay, dann muss man zwei rausgucken. Dang it. Wissen wir ja, wo wir nachher noch ein bisschen auffüllen müssen. Holy moly. Wahrscheinlich mache ich hier sowieso alles falsch. Ist egal. Wir kriegen das hin, irgendwie. So, planiert ist. Mehr oder minder gut. Jetzt heißt es aufbauen. Nee. Da will ich das wirklich so groß. Ich meine, hier würde ich sowieso gerne einen Weg hin packen, ne? Dass man hier so einen gepflasterten Weg hat. Bitte eins drüber. Genau, auf der Höhe wäre cool. Wenn hier nicht noch mehr Boden abträgt als sowieso schon. Aber vielleicht wechseln wir den Boden auch noch aus. Mal gucken. Erstmal so. Dann haben wir hier dann irgendwie. Oh. Ich hätte es ja gerne angrenzen. Dankeschön. Da angrenzend, genau.
Und dann machen wir das so, dann passt das nämlich auch. Also in der Hinsicht wirklich zwischen andocken und nicht andocken hin und her zu switchen ist immer gut. So. Und ich fürchte, ich muss eine Erde mitnehmen. So, weil Terraforming. Also viel Erde haben wir gar nicht. Aber ich hätte hier halt noch ein bisschen gerne was ausgefüllt. Ich muss nur mal kurz Erde holen. Ach so, ich habe mich schon gewundert, was hier drüben so Gelbes blüht. Aber das ist gar keine Blüte. Das ist unser Grundstück. Die Linie von unserem Grundstück. Okay. So. Erde, Erde, Erde. 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 Ei. Viel ist es nicht. Aber es macht ja nichts. Wir können uns ja dann irgendwann mal auf irgendeinen Acker irgendwo niederlassen und dann einfach mal alles, was irgendwie an Erde da ist, abheben. Einfach mal was können. Ja, dann habe ich hier tatsächlich zu viel abgetragen vorhin. Nee, hier ist richtig. Gut. Hier hinten müssen wir noch ein bisschen wieder auffüllen. So, alles, was ich vorhin zu viel weggenommen habe. Das war richtig? Ich denke schon. Und ja, ich weiß, mit dem Rasen ist es ziemliche Verschwendung, dass ich den jetzt hier drunter packe. Was? Doch, mach das mal. Ich hol mal den neuen Baublock. Den aus Sandstein. Wir haben nicht viel davon, aber ich hätte ihn gerne als Boden für die Dame. Für unsere... Für unsere Bäuerin. Und eigentlich habe ich viel zu viel nach hinten weggenommen. Die braucht auch noch ein Gewächshaus. Das kommt dann hier hin. Also sie kriegt ein recht kleines Haus, ein kleines Bauernhäuschen. Ne? Das machen wir hier ein bisschen breiter noch. Und dann bekommt die hier direkt daneben, wo es hier so sonnig ist, noch ein Gewächshaus drin. Obwohl, nee. Ein Gewächshaus wäre vielleicht keine so gute Idee in der Richtung. Moment. Aber trotzdem hätte ich es gern ein bisschen breiter hier. Heißt... Ich muss noch mal ein bisschen Erde abtragen. Und danach muss ich noch gucken, wie viel eigentlich wieder zurück muss. Bis auf den Weg. Machen wir ein bisschen ab. Ja. Yeah. Aber nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Und habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Trefft ihr euch mit Familien, mit Freunden? Beide oder gar keine? Wo die Bäuerin noch meinte von wegen, naja, ich glaube, die Magierin da, die ist einsam, ne? Vielleicht hatte sie auch einfach nur ein bisschen zu viele unzufriedene Kunden. Man kennt das ja, ne? Willst du den Leuten helfen, verwandelst du den Bären und ehe man sich's versieht, sind die alle unzufrieden. Hier ist gut planiert, fast schon. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was weg und da noch ein bisschen was weg. Und dann sieht das doof aus, weil ich hier ein Loch reingehackt habe, was nicht da hätte sein sollen. Ja, dann machen wir hier die Löcher wieder rein. Löcher wieder zu. So. Terraforming will noch gelernt sein. So. Und dann hätte ich davon gerne so eine doppelte. So. Da. Da. Eine Steinterrasse. Und dann kriegt ihr hier noch ein kleines.
Häuschen hinten dran. Steinterrasse hätte ich doch gerne noch eins vorne. So. Das ist gut. Und jetzt kommt das da. Aber davon hätte ich, wie gesagt, gerne bisschen weniger. Huchala. Moment. Ah ne, ist richtig so. Okay. Mein Vollblock ist mir irgendwie zu hoch. Und dann wird jetzt erstmal enthakelt. Mal hier. Und dann boom. Und boom. Und boom. Und dann machen wir das so. Mal hier. Brave Blöcke, finde ich gut. Noch eins hoch, ne? Einfach auf mich zukommen lassen, mal gucken, was am Wochenende passiert. Ah. Ja. Dass man, weil ich hätte hier tatsächlich gerne so ein bisschen dieses Muster gesehen. So ein bisschen schwierig zu sehen, wo man eigentlich den Block hinsetzen soll. Oh, ich habe keine mehr. No. Na gut. Dann machen wir es nur um eins höher. Warte mal. Ich überlege gerade, ob ich es noch nach hinten noch ein bisschen breiter machen soll. Aber vielleicht nur um so viel? Halt. Und dann habe ich das vorher eigentlich mehr oder minder verkehrt gemacht. So. Und dann nochmal. Ja. Nicht perfekt, aber was soll's. Nur dann krieg ich die. Ne, auch hier so ihren Feuerstelle hier so hin und. Überlege tatsächlich. Wie sehen denn eigentlich bei denen die Wände aus? Och jo. Nach dahin kann sie theoretisch Fenster bekommen. Wieso? Hier eine Vollblock. Nach vorne raus auch Fenster. Das muss. Welchen Prinzip? Okay, jetzt hat er es. Oh. Wo sind die hin? Ach nee, die habe ich, hab ich gerade weggeräumt. Bin ich doof? Ganz weird. Höre ich nicht? Ja, ich glaube schon. So, dann haben wir die noch. Und dann kommt einer da. Und einer da. Der ist verkehrt. Der muss da. So, okay. Und hier machen wir eine Steinwand hin. Erst warten. Ja, das reicht dafür noch. Aber das ist wahrscheinlich nicht für mehr, oder? Nee. Gerade so noch. Ich überlege gerade, ob ich die Kochplatte hier einbauen soll oder nicht. Wir brauchen definitiv mehr Feuerstein. Wie schon gesagt,
grundsätzlich zocken und das würde am Sonntag von meinem Vater, der zu Besuch kommt, unterbrochen. Also bei dir kommt dann der Vater vorbei, das ist ja cool. Ein bisschen Steine kloppen.